Hallo ihr Lieben, wie immer gibt es auch von mir einen Jahresrückblick zum Verein der Spenderkinder, zu unseren Zahlen und Aktivitäten, was wir so gemacht haben im letzten Jahr. Am 15. Oktober fand unser jährliches Spenderkindervereinstreffen in Berlin statt. Das musste leider aus organisatorischen Gründen etwas verschoben werden. Normalerweise findet es ja immer am zweiten Samstag im September statt und das wird auch weiterhin jetzt so, wieder so gehen. Wie immer kann ich euch keine internen Zahlen nennen, aber ich kann euch gerne sagen, wie viel 2022 dazugekommen sind. Und zwar wissen wir von 175 Spenderkindern mehr dieses Jahr, wovon auch 14 mehr quasi sich jetzt bei uns organisiert haben. Die DNA registriert haben sich im 2022 104 Personen und es gab davon 96 Matches dieses Jahr. Insgesamt haben wir immer noch einen Schnitt von 3/4 aller Personen, die ihre DNA registriert haben, haben auch einen Match. Das ist immer noch ein sehr guter Durchschnitt und jede Person mehr, die sich natürlich registriert, erhöht diese Wahrscheinlichkeit natürlich auch. Von den Matches über DNA-Datenbanken komplett mal abgesehen und ob jetzt Geschwister oder so getroffen wurden, haben wir in 2022 8 biologische Elternteile identifizieren können, neu. Also 8 Personen oder 8 Familien, die können sich darüber freuen, dass sie ihren Elternteil tatsächlich gefunden haben. Was die Internetseite angeht, möchte ich 3 Artikel besonders hervorheben. Und zwar den auf über sehr große Halbgeschwistergruppen, den Beitrag über öffentliche Spenderkataloge von Samenbanken und die Position des Vereins zur Leihmutterschaft. Aber dazu werde ich auch nochmal ein Video machen. Kommen wir zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. Nicht wie ihr denkt, dass ich jetzt über YouTube irgendwelche Dinge veröffentliche, sondern die übernimmt ja bei uns ein anderes Mitglied aus dem Vorstand, die extra für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Und die vertritt uns immer, wenn es um politische Fragen geht. Und das macht unsere liebe Anne aus dem Vorstand. Die fährt überall hin, wo es wichtig ist und wo es gebraucht wird. Zum Beispiel hat sie im März bei einer Fachtagung zur Sprache der Ethik teilgenommen. Im April zur medizinischen Fachtagung zum Thema Wer bin ich? Und im Juni hat sie beim Seminar, das muss ich ablesen, weil es so lang ist, Herausforderungen für die Familiengründung im Kontext moderner Medizintechnologien, Evangelische Hochschule Nürnberg unter dem Titel Eine Frage der Perspektive teilgenommen. Dabei hat sie den Blick natürlich auf uns Spenderkinder auch gerichtet. Im Juli hat sie uns vertreten bei der ersten Sitzung der Fokusgruppe des Kompetenzzentrums Kinderwunsch. Im November hat Anne eine Online-Fortbildungseinheit für die Ruppiner Kliniken GmbH, Neuruppin, für TherapeutInnen und PädagogInnen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie übernommen. Ebenfalls im November hat Anne beim Symposium aktuelle Entwicklungen der Familienbildung mit Hilfe Dritter, Positionierung, Rahmenbedingungen, Grenzen des Uniklinikum Heidelberg und BKIT einen Vortrag mit dem Titel Aspekte zur Eizellenvermittlung mit Fokus auf die Bedeutung für Spenderkinder gehalten. Aber auch Sandra war aktiv und zwar hat sie im September einen Workshop gehalten bei der Jahrestagung von Donum Vitae in Karlsruhe, wo sie natürlich ja, die Sicht auf die Spenderkinder auch nochmal, also auf unsere Sicht sozusagen hingewiesen hat, beziehungsweise dazu nochmal beraten hat. Außerdem ist ein Buch erschienen, wo wir mitgewirkt haben. Zwischen 2016 und 2017 wurden Umfragen durchgeführt für eine kulturanthropologische Forschungsarbeit, die quasi in diesem Buch jetzt gegipfelt ist, sozusagen, oder ja, das war das Ergebnis war von dieser Forschungsarbeit war das Buch. Das heißt, Becoming Donna Conceived ist frei erhältlich. Ich schreibe den Link natürlich auch gerne in die Beschreibung. Außerdem haben Anne und Tobias auch eine andere Befragung durchgeführt mit dem Schwerpunkt auf Aufklärung der Spenderkinder, zu welchem Zeitpunkt und solche Sachen. Da wurden die ersten Ergebnisse dieses Jahr präsentiert und weitere Publikationen davon sind auch in Arbeit. Ihr findet eine genaue Auflistung davon natürlich auch auf der Homepage, weil man das jetzt auch alles gar nicht sich so merken kann aus dem Video. Zum Thema Rechtliches kann ich leider immer nicht so viel sagen, aber es laufen weiterhin mehrfache Klagen gegen Novum in Essen.
Dazu könnt ihr ja vielleicht einfach auch die Medien verfolgen oder nochmal auf die Homepage gucken, was dazu veröffentlicht wird bei uns. Eine Sache, die ich sagen kann, ist, dass die rechtliche Beratung von Christina bei uns immer wieder darauf hinweist, dass keine Gebühr erforderlich ist für Auskünfte von den Kliniken. Das ist immer wieder ein Irrtum, beziehungsweise wird es von den Kliniken auch immer wieder gefordert. Und natürlich, wenn man von der Materie nicht so viel Ahnung hat und man schreibt die Klinik an, man ist nervös, man will Informationen haben, dann ist man vielleicht schnell versucht, auch diese Gebühr zu bezahlen. Das müsst ihr wirklich nicht tun, denn das ist nicht rechtens. Zum Thema Beratung hat sich auch einiges getan in diesem Jahr. Die Beratung von Wunscheltern, die auf dem Weg sind, ein Spenderkind zu bekommen, oder auch welche, die es schon haben, hat Martina übernommen in unserem Verein. Und wir sprechen auch immer wieder mit Spendern, die auf die Suche gehen selber oder auch wissen möchten, wie das Ganze so abläuft. Da sind wir auch in der Beratung mit drin. Ja, dann gab es 2022 auch 13 Medienbeiträge, nicht nur mit mir. Aber wenn euch natürlich auch die anderen Beiträge der Spenderkinder aus dem Verein interessieren, dann könnt ihr euch das gerne angucken. Ich schreibe das alles in die Kommentare rein, weil ich dies nicht jetzt alles im Einzelnen durchgehen wollte. Ja, zum Thema Internationales. Der Europarat hat eine Studie veröffentlicht, wo es darum ging, dass ja, Kinder eigentlich ein Recht darauf haben, zu wissen, wo sie her sie abstammen, sodass sie jetzt den Mitgliedstaaten auch empfehlen konnten, einen Mechanismus einzuführen, der diese Informationen dann auch zugänglich machen kann. Auf europäischer Ebene wird derzeit der Vorschlag für die sogenannte SOHO-Verordnung verhandelt, welche die Geweberichtlinie aus dem Jahr 2004 ablösen wird. Das soll insgesamt die Sicherheit von Gameten abgebenden Personen und erhaltenen Personen und den daraus entstehenden Kindern ja, verbessern. Ausblick auf 2023. Da wissen wir jetzt schon, dass Anne uns vertreten wird auf der zweiten Sitzung der COMC-Fokusgruppe. Außerdem hat sich die neue Bundesregierung im Bereich Familienpolitik, Abstammungsrecht und Reproduktionsmedizin sehr viel vorgenommen. Die Pläne im Koalitionsvertrag weisen darauf hin, dass genetische Abstammung und Elternschaft weiter voneinander getrennt werden sollen. Es soll wohl darauf hinauslaufen, dass immer mehr einfach auf dem Papier bestimmt wird, wer die Eltern sind, unabhängig jetzt von biologischen Anteilen oder genetischen Anteilen. Es gibt dabei aber auch zwei positive Dinge für Spendenkinder. Es soll nämlich ein statusunabhängiges Feststellungsverfahren eingeführt werden, bei dem ein Kind seine Abstammung gerichtlich klären lassen kann, ohne dabei die Elternschaft der eingetragenen Eltern sozusagen aberkennen zu lassen. Außerdem soll endlich das Samenspenderregister auch für ältere Fälle und ältere Daten geöffnet werden. Die Gefahr ist natürlich da, dass die Dinge immer lapidarer gehandhabt werden und die Wünsche der Kinder irgendwann komplett unten hinten runterfallen. Aber wir werden auch gehört, also wir werden auch von unserer Seite vertreten in der Regierung und ich habe eigentlich Hoffnung dafür, dass die Dinge sozusagen immer besser werden für Spendenkinder. Ja, das habe ich jetzt alles ganz schön komprimiert, das ganze letzte Jahr für den Verein. Ihr seht, wir sind ziemlich aktiv, also der Verein ist ziemlich aktiv und das, was ihr bei mir seht, ist nur ein kleiner Teil davon. Ich verlinke euch, wie gesagt, den Beitrag dazu, der auf der Homepage erscheinen wird. Da könnt ihr das alles nochmal ein bisschen nachlesen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns 2023 wieder. Bis dann und bleibt dran.